Heute sind wir in Bad Schönborn, ja, bei Wiff Weinhandel. Und Bad Schönborn ist ein wunderschöner kleiner Ort mitten in Baden-Württemberg, in der Nähe von Karlsruhe. So viel habe ich jetzt schon gelernt, denn die haben ja alle Karlsruher Kennzeichen, die hier vorne stehen. Und ja, hier ist die Renate. Grüß dich, Renate. Hallo, guten Tag. Ja, du bist Mitinhaberin eines Weinhandels, ja, richtig? Ja, ich bin eigentlich Alleininhaberin des Weinhandels. Oh, das muss man ja auch sagen, denn die Frauen ja. Von heute, die sind nämlich geschäftstüchtig und du machst das Ganze schon sehr lange, oder? Ja, ich bin, dieses Jahr haben wir 20-jähriges Jubiläum. Ja. Das ist hier unser zweiter Standort. Erst war man im kleineren Laden. In der Zwischenzeit hat er, ja, seit 9 Jahren sind wir ein bisschen größer geworden. Wir haben insgesamt außer mehr Möglichkeiten, noch eine Veranstaltung zu machen, das wir vorher nicht hatten. Ja. Ihr seid angeschlossen bei WIF. Das ist ein ganz toller Verein, sage ich jetzt mal. Unter anderem habt ihr einen Master of Wine, der weltweit eure Weine aussucht. Und der sucht die nicht nur nach dem Preis aus, je teurer, desto besser, sondern hauptsächlich nach dem Geschmack, oder? Ja, das ist ja ganz wichtig. Über den Preis alleine verkauft man nicht. Etiketten kann man kaufen. Das ist keine Kunst, nach Etiketten einzukaufen, aber der Geschmack ist ganz wichtig. Eine schöne Weinflasche und so weiter. Ich habe mal gehört, es gibt Weine, oder ich sag mal, es gibt viele Weine, die sind nicht in jedem Jahrgang gleich gut, sondern das ist mal so und oft werden sie trotzdem verkauft. Ja, weil es viele Leute gibt, die noch nach Etiketten aussuchen und ja, oder nach Namen. Ja. Und wenn der Name dann eher irgendwo bekannt ist, dann wird da jeder Jahrgang gekauft, was bei uns ja dann nicht der Fall ist. Ja, wenn ich hier so langsam durchgehe, es ist unglaublich idyllisch. Ihr habt lange gesucht nach dem Ort hier, oder? Ja, mir hatte eigentlich überhaupt nicht. Mir habe 2, 3 Objekte angeguckt, weil es gibt ja kaum noch was zu kaufen. Und hier, das war sowas am Marktplatz, das ist so eine, wie man oft sagt, so eine 1A-Lage. Gibt es auch in einem kleinen Ort und das wurde frei und es war für uns im ersten Moment immer gedacht, es kann ja gar nicht sein, dass sowas hier direkt am Marktplatz verkauft wird. Wir haben es dann angeguckt mit dem Vorbesitzer und der hat uns das Ganze dann auch nur deshalb verkauft, sagen wir so, weil wir das, die ganze alte Substanz erhalten wollten. Wir wollten nicht die Scheune abreißen, die hier früher war, weil das war früher eine Landwirtschaft. Ja, sehr, sehr schön. Also was ich toll finde, ist das Klima hier drin. Das heißt, also obwohl es jetzt regnet, es war relativ nass im Jahr 2019, die Zitronen wachsen wie? Die Zitronen wachsen trotzdem, ja, weil wir haben ein sehr geschütztes Klima hier drin. Also sind auch für mediterrane Pflanzen sehr, sehr gut geeignet. Ja, ja. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen einen grünen Daumen, dass das alles noch so gut wächst. Ja, aber... So, da ist ein Sandkasten. Ihr habt 3 Enkel, die spielen ja auch laufen. Das heißt, ihr seid auch familienfreundlich? Ja, auf jeden Fall. Also die Enkel spielen hier. Und das Schöne ist dann, wenn Kunden kommen, gerade am Wochenende, die ihre Kinder dabei haben, die dürfen auch noch hier in den Sandkasten, dürfen mitspielen, die dürfen mit den Rutscherautos fahren. Und das schätzen muss in der Zwischenzeit auch viele Kunden, die gerade die Papas, die am Wochenende einkaufen kommen, bringen wirklich ihre Kinder mit. Ja, habt eigenen Wein hier oben? Ja, der dieses Jahr ein bisschen nicht ganz so glücklich aussieht. Das war ja ist auch die Temperatur, die noch nicht so wachsen lässt. Das war im letzten Jahr, war ja ein Hammerjahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da hatten wir hier, sogar hier mit unserer pilzresistenten Traube ganz tolle Ernte. Das war dann so immer das, was der Kunde mitgekriegt hat zum Probieren. Eigene Trauben, ungespritzt. Genau, ihr habt hier wahrscheinlich rauschende Feste, die halt schon mal gefeiert werden. Weinproben, schöne auch draußen? Ja, schöne Weinprobe, die wir am Wochenende oft machen. Private Weinprobe, die im Sommer also sehr, sehr gut besucht und ausgebucht sind. Ja, ja, so Unternehmerin zu sein, das heißt ja auch, sich ein bisschen auf die Leute einzustellen. Aber du bist so authentisch, wie du bist. Du bist ein ehrlicher Typ, wurde mir gesagt. Also das heißt, du sagst das, was du denkst. Und das auch gut so, denn du empfiehlst Sachen, die du praktisch selber auch trinken würdest. Ja, es gibt auch viele Sachen, die ich in meinem Programm habe, die ich ganz toll finde, aber das nicht meine Weine sind. Und ich empfehle die Weine, die ich gern trinke, immer lieber. Natürlich muss man auf den Kunden eingehen. Jeder Kunde, bekannte Kunde, in der Zwischenzeit habe ich 20 Jahre Erfahrung, kann man den Kunde schon ein bisschen, oder kann ich ihn mehr einschätzen als am Anfang und es ist uns ehrlich oder gelingt mir ganz, ganz gut. Es geht auch darum, das zu probieren. Wir gehen am besten mal rein. Das ist eine Scheune, die habt ihr umgebaut, ihr habt sogar einen ganz tollen Ofen, den werden wir uns gleich mal angucken, in Bullerjahren, denn
Wenn ich hier auch mal reinkomme, ich gehe mal kurz hier mit der Kamera einmal so ein bisschen drüber. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an die, ich sag mal so, an die guten alten Zeiten. Das heißt, Einkaufserlebnis wie in den Hackischen Höfen in Berlin. Das heißt, man hat hier richtig, obwohl es relativ klein ist, denke ich mir, kann man locker mal 1-2 Stunden hier verbringen, oder? Ja, also wir haben am Wochenende wirklich Kunden, die gezielt kommen, weil man ja mehr was zum Probieren da habe. Die sich dann, und wenn dann die treffen sich in der Zwischenzeit auch schon, dann wird es mal probiert und eine Kunde empfiehlt dem anderen, hast du denn schon probiert, probier doch den mal. Und das Hobby, kommt, so ein bisschen. Ja, ja. So, hier vorne, du hast auch außergewöhnliche Sachen, also wenn ich mal was zum Beispiel auch entsprechend verschenken möchte, ein Spätburgunder in einer, wie viele Liter sind da drin? Da sind 6 Liter drin. Ja, die ist schon leer, oder? Die ist leer. Das war der Geburtstagswein meines Mannes. Sehr schön. Zum runden Geburtstag. Sieht aber toll aus, oder? Ja, ja. Das sieht nicht nur toll aus, der war auch ganz toll. Der hat sehr lecker geschmeckt. Also es war wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ja, ihr habt auch ein bisschen Champagner, habt ihr ein bisschen da. Aber es geht hauptsächlich hier um Weine. Das fängt hier schon mal an. Ihr habt WIF-Weine von WIF? Ja, wir haben auch hier regionale Weine, weil gerade badische Weine sind bei uns die Nachfrage. Frage sehr groß. Das ist beispielsweise ein Jungwinzer aus dem, kann man fast sagen, aus dem Nachbarort, der seit 3 Jahren erst Weine macht, aber in der Zwischenzeit sehr, sehr gut bei uns platziert ist und bei den Kunden sehr gut ankommt. Und darunter haben wir das Weingut Becker aus Malsch. Die haben letztes Jahr ganz überraschend, hat der junge Mann, der Alexander, den Deutschen Rotweinpreis gewonnen. Also das sind die regionalen Sachen, die wir hier haben und die auch ja, sehr gut bei der Kunde ankommen. Die du auch handverlesen hast, da kennst du die Winzer persönlich, nehme ich an. Ja, die kennen wir alle persönlich. Genau, hier vorne ist die Theke, sage ich mal. Das ist so ein bisschen dein Reich. Und letztendlich ist das Thema Verkaufen fast noch Nebensache. Das heißt, wenn ja einer probiert und zufrieden ist und so weiter, ich sag mal so ein Kistchen oder 1-2 Flaschen, die meisten nehmen 2 Flaschen, nicht nur eine, oder? Also eine Flasche ist ganz selten, muss man ganz ehrlich sagen, weil viele sagen ja, die erste Flasche ist gut, aber die zweite ist noch besser. Da sitzt die Christa, die haben wir eben schon mal angesprochen. Und das ist der, wie ist der Name? Die Ruby. Die Ruby? Die Ruby. Was ist denn das für ein Hund? Ein Chihuahua. Ein Chihuahua. Die ist aber süß. die ist, wie alt ist sie? Ich glaube, die ist jetzt 3. Also es ist 3. Nicht mein eigener Hund, den habe ich jetzt zur Tagespflege. Ein Leihhund. Ein Leihhund sozusagen. Aber ist gerne bei mir. Christa, ja, du bist auch ziemlich stark hier involviert und begeistert. Ja, das heißt, du bist Kundin schon seit langer Zeit? Ja, schon seit sehr langer Zeit. Hier bekomme ich alles, was das Herz begehrt. Thema rund um den Wein, auch Prosecco, ja, den wir dann auch haben. Der du bist, ich sag mal, Rosé und Weißwein-Fan. Rosé, Weißwein und Prosecco-Fan. Das kommt und Prosecco-Fan. Und Prosecco-Fan, ja. Jetzt gibt es ja nicht nur deutsche Weine hier, das kommt dir schon sehr entgegen, oder? Ja, ich mag auch die spanischen Weine, die französischen Weine. Da mag ich eigentlich mehr den Rosé, weil der ist recht kräftig. Und beim Spanier, da trinke ich auch mal gerne einen weißen Rioja. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Die meisten kennen die Spanier ja nur in Tiefrot, ja, mit ganz vielen Umdrehungen. Das gibt's auch anders. Ja, hierher kommen zu Renate und die überzeugt dich auch von einem weißen Rioja. Ja. Christa, vielen Dank erstmal. Hier haben wir zum Beispiel, das ist jetzt ein toller Wein, den kenne ich, ein WIF-Wein. NG. Von NG1 über NG2 bis NG3, also sehr, sehr gute Weine, vom Alltagswein bis auch zu der gehobeneren Klasse. Hier vorne ist Chardonnay, dann gibt es aber noch was Tolles. Wir haben auch ein deutsches Weingut, Metzger. Die haben, glaube ich, die Qualitätsstufen definiert über das Stück vom Rind. Genau, über das Stück vom Rind und dann stellerweise auch noch über das Stück vom Schwein. Ja, genau. So ist es. Hier vorne sieht man es nämlich auch. Das ist toll. Ja, was sagen denn die Leute so, wenn, ich sag mal, die erwarten ja oft so beim Weinhändler, der hat dann, ich sag mal, hier die Weine von aus Baden-Württemberg zum Beispiel und so weiter. Aber nein, wenn ich jetzt mal hier nach rechts schwenke, da kommen ganz viel, zum Beispiel auch Spanier. Das habt ihr hier. Italiener sind wir jetzt hier gerade. Ja. Ich nehme alles zurück. Viele sind sehr erstaunt über die große Auswahl, die wir haben. Auch gerade so, viele sagen, wir sind ja auf dem Land, aber auch unsere Auswahl ist hervorragend, oft besser als irgendwo in irgendeiner Großstadt. Ja. Ja, mein Chianti Superieur Superiore. Superiore. Genau, der schmeckt auch gut. Der schmeckt sehr gut, nicht nur der Name klingt gut, auch der Wein ist sehr gut.
Genau, der ist auch oben, hat ein Siegel mit dran. Ihr habt ja alle probiert. Man kann auch ganz viele Weine hier probieren, gell? Aber man kann ständig bei uns probieren, als zu unserer normalen oder zu der normalen Öffnungszeit. Das ist gar kein Problem. Es sind immer irgendwelche Flaschen offen. Jetzt im Sommer haben wir die Weißen natürlich gut gekühlt. Im Winter haben wir die Roten gut gewärmt. Also, dass es immer zu den richtigen Temperaturen probiert werden kann. Genau, das Spannende dabei ist, ihr habt von bis, das heißt, ihr habt unglaublich viele Weine unter 10 Euro, die wirklich toll schmecken, wo die Leute lange suchen müssen. Und bei den Weingütern ist es oft so, dass egal, ob ich jetzt direkt beim Weingut kaufe oder bei euch, der Preis ist nahezu identisch. Ja, ja, also wir haben keine großen Preisunterschiede zwischen Weingut und uns. Und bei uns gerade die Weine, die wir sowieso direkt einkaufen, die regionalen Weine, da gibt es oft gar keinen Preisunterschied zwischen Weingut und das, was man bei uns bezahlen muss. Ja, du hast aber auch echte, ich sag mal, echte Raritäten hier. Auch das haben wir. Also man bekommt sowohl die Schnäppchen auch, was wir jetzt im Moment haben. Man bekommt aber auch ganz tolle Raritäten, die man hier hat. Wenn du mal ganz links, was ist das für einer? So, ich lese noch gerade den Preis, der kostet über 300 Euro, aber zu Recht, oder? Ja, zu Recht auf jeden Fall, weil das sind auch Sache, die man nicht immer kriegt. Die Menge ist ziemlich gering und vor allen Dingen die Jahrgänge, je nach Jahrgang sind sie natürlich auch nochmal ein ganz großer Preisunterschied. Mhm. So, aber auch hier, ihr habt auch ganz, ganz tolle andere Sachen. Ihr habt zum Beispiel ein Packchen Madeira, den es auch nicht überall gibt. Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen haben wir die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahren. Mhm. Und da ist noch was in der Hand. Da haben wir noch was ganz Tolles. Das ist so ein Jahrgangspot, den es wirklich in ganz limitierter Auflage gibt. In der Zwischenzeit gibt es, glaube ich, den auf dem Markt gar nicht mehr groß zu kaufen. 2004 steht drauf. Ja. Und bei Portwein. Bei uns gibt es Portwein und bei uns gibt es sowas. Also auch solche Spezialitäten und Raritäten gibt es zu kaufen. Ja, gehen wir mal auf die Seite weiter. Hier haben wir ein ganzes Regal. Jetzt habe ich eben schon daneben gelegen, das sind Spanier. Hier sind wir bei den Spaniern. Danke. Bei den Spaniern und ein kleines bisschen was an Übersee haben wir noch da unten drin, unter dem Regalseite oder im Regalfach. Ja. Aber hauptsächlich Spanier auf der Seite. So, das heißt also, du kannst praktisch jeden Weinwunsch bedienen. Der Pinot d'Ancel hier in der Top-Qualität, 12,95, der schmeckt aber sehr, sehr vollmundig, ein Wein, den man so schnell nicht vergisst, oder? Er schmeckt mehr als für die 12,95. Also in der Blindprobe würde wahrscheinlich jeder Kunde ein bisschen mehr bezahlen. Er ist harmonisch rund, hinterlässt einfach einen ganz bleibenden Eindruck. Und das als Cuvée. Also er ist sehr, sehr ausgesucht. Gibt es ein extra Video zu, kann man sich angucken bei WIF. Haben wir gedreht. Aber das ist ein Wein, der schmeckt dir extrem gut. Der La Montesa. Was ist das? Ja, das ist ein Rioja aus einer Einzellage La Montesa, von der Finca La Montesa. Also für mich ein typischer spanischer Rotwein, gerade aus der Region Rioja. Einer meiner Lieblingsrotweine. Großes Kino. Ja, auf jeden Fall. So, da ist es. Ja, ich kann dir Fragen stellen. Ich kann zum Beispiel sagen, was ich abends gerne esse oder welcher Wein passt dazu. Das ist klar. Das kannst du beantworten? Kann ich auf jeden Fall beantworten. Und jetzt, ich habe, glaube ich, auch eine ganz gute Trefferquote. Ja. Das Schöne ist auch, das ist so ein bisschen wie beim Frauenarzt. Du kennst alle. Das heißt, wenn einer reinkommt, zum Beispiel hinten jetzt die, sag mir gerade nochmal den Namen. Christa. Die Christa. Ja, ich habe den fast noch gewusst. Ja, die Christa. Die mag zum Beispiel bestimmte Dinge nicht. Genau, ich brauche bei ihr gar nicht probieren, wenn sie sagt, was es heute Abend zu essen geben soll, brauche ich gar nicht probieren mit dem Rotwein. Sie mag Weiß und Rosé und da weiß ich auch, in welche Rebsorten sie gar nicht mag und welche sie lieber mag. Also das ist der Vorteil von uns, von einem kleinen Laden hier am Ort. Man kennt seine Kunden wirklich, man habe sehr viele Stammkunden und ja, passt. So, passt. Wenn ich jetzt eine Firma habe und ich will mal eine kleine Weinprobe hier machen, geht das bei euch? Geht auf jeden Fall, ja. Ich kann sagen, ich komme mal mit 10 Leuten, wir machen das mal so ein bisschen, da wird ja oft auch was mitgenommen, man muss aber nicht. Wie wird das organisiert? Zahlt man da einen Preis dann pro Person? Man zahlt einen Preis pro Person. Wir fragen vorher immer, ob es nur eine Spaßweinprobe sein soll, ob es eine Unterhaltung sein soll, von einem Meeting anschließend irgendwas, oder ob es Leute sind, die sich auskennen, die mal gern was höherwertigeres trinken wollen. Also das kommt dann immer auch auf, ja, das ist dann eine Preisfrage.
So ist es, ja. Hier ist der Übi. Wir haben gerade eben ein Pärchen getroffen. Das ist auch schon länger jetzt Kunde bei euch, nämlich seit, ich glaube, letztem Jahr schon. Und ja, sie waren heute da und haben, das ist nämlich der Angebotswein des Monats im Mai 2019 gewesen. Und da haben wir ein Video zu gemacht. Wir haben sie nämlich gerade eben getroffen und das blenden wir nämlich jetzt mal ganz kurz ein. Ganz toller Wein und hier was Besonderes, ein ganz aufwendig gestaltetes Etikett. Und ausnahmsweise schmeckt der Wein auch mindestens so gut, wie toll das Etikett ist. Und das zeigen wir jetzt mal. Ja, wir sind in Baden-Württemberg und da ist ein Pärchen. Ja, sie haben geheiratet vor kurzem. Die haben zweimal Übi, einmal als Rosé und einmal als Weißen. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst. Hallo, ich bin Patrick Mechtel. Ich komme aus Gronau und bin mit meiner getrauten Ehefrau sehr glücklich verheiratet. Genau. Ihr habt zufälligerweise einen Hochzeitswein gehabt, ja? Und das war der Übi, gell? Jawohl. Genau, der Weiße hatte man hier. Der Rosé, den haben wir uns nicht entschieden. Schmeckt aber auch sehr gut. Aber wir haben uns für den Weiße hier entschieden. Ich fand ihn einfach von dem Geschmack her, das hat mich überzeugt. Mit dem so Holunder hat er ein bisschen geschmeckt. Das hat mich einfach fasziniert und habe gesagt, das muss er sein. Genau, ihr habt den Preis gesehen, die Frauen sind immer sehr preissensitiv. Ja. Der Wein kostet 5,95 gerade in der Aktion, kaum zu glauben, oder? Ja, es ist recht günstig. Es gibt gut. Sehr gut sogar. Also wir sind schon Nachkäufer ohne Ende. Also genau. Schade, dass er irgendwann aus ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Am besten wäre es, wenn es denn immer gäbe wird. Wir sind hier in einer ganz tollen Weinhandlung. Wenn ihr mir mal sagt, seid ihr hier zufrieden mit der Betreuung? Das ist sehr zufrieden, ja. Wir haben Weintasting gemacht, extra für unsere Hochzeit und haben uns da dann für den Wein entschieden. Das ist kann ich nur empfehlen. Genau, ihr habt auch kein Geld und noch keine freie Ware jetzt bekommen, wie die Aussage. Noch nicht. Dankeschön, vielen Dank. Ja, ganz tolle Statements von Kunden, die hier sind. Wir drehen heute am Mittwochmorgen. Wir haben schon gehofft, dass wenig Leute kommen. Mittwoch ist, ich sag mal, mitunter der schwächste Tag, den du hast. Morgens, muss man dazu sagen, für Dreharbeiten optimal. Aber du hast auch einiges zu tun im Büro und so weiter, gell? Ja, also man hat immer was zu tun. Und wir haben ja Mittwochmorgens normalerweise nicht ganz so ein starker Tag. Aber oft sind halt die Leute wieder, je nachdem, wie das Wochenende war, froh, dass sie Mittwochmorgens wieder Nachschub bekommen. Und da sind wir immer sehr gut aufgestellt, weil wir Mittwochmorgens in der Regel unsere neue Lieferung bekommen, die wir ja regelmäßig jede Woche kriegen. Also wenn freitags, samstags was ausverkauft ist, mittwochs ist es in der Regel wieder alles da, ist alles wieder aufgefüllt. Wo findet man euch ganz genau? In Bad Schönborn, Ortsteil Mingolsheim, direkt am Marktplatz. Wo liegt denn Bad Schönborn für alle, die... Schönborn liegt so zwischen Heidelberg und Karlsruhe, kann man sagen fast in der Mitte. Wir haben 20 Kilometer nach Heidelberg und 30 nach Karlsruhe. Ihr habt es nicht weit zur Autobahn, ne? Autobahn direkt in der Nähe und die wird oft ist oft in den Nachrichten Verkehrsstau, Autobahn A5, Anschlussstelle Bad Schönborn-Gronau. Also von daher müssen wir Bad Schönborn kennen. Und dann haben wir noch ein schönes Thermalbad, also von dem her... Okay, das heißt, wenn ich VIF, WIF eingebe und Bad Schönborn, dann komme ich per Google automatisch zu dir. Ja, wäre schön, wenn das so wäre oder wenn das so ist. Habt ihr auch schöne Geschenkverpackungen? Ja, Hammer. Ja, das heißt, wenn ich was verschenken will? Individuelle Geschenkverpackungen. In der Zwischenzeit bin ich ein bisschen umweltbewusst. Da wird nichts mehr bei uns in Folie verpackt. Wir machen eigentlich alles nur noch in schöne Sachen. Schöne Verpackung einfach. Ja, zu Recht. Ja, das Thema Umwelt, das ist ja immer mehr und mehr ein Thema. Ich danke dir vielmals, liebe Renate. Vielleicht mal den ganzen Namen? Renate Krebs. Renate Krebs aus Bad Schönborn, Alleininhaberin der Firma WIF. Das habe ich eben schon gelernt. Und ich bedanke mich vielmals, wenn Sie Lust haben und wollen mal richtig tolle Atmosphäre erleben hier in Baden-Württemberg, dann scheuen Sie nicht den weitesten Weg und kommen Sie hierher. Und ich kann Ihnen eins sagen, Sie werden absolut begeistert sein, denn sie sagt zwar, was sie denkt, aber am Ende des Tages kommen Sie mit einem tollen Wein raus, der wirklich schmeckt. Ja, und den können Sie auch noch vorher probieren. Am besten bringen Sie jemanden mit, der Auto fährt. Ja. Das wäre natürlich immer schön. Mach in der Zwischenzeit auch manche Kunden bei Weinproben, dass immer ein Fahrer dabei ist. Ja, vielleicht eine gute Idee. Tschüss, Renate. Danke.